So, Lothar Eichert ist bei mir, Streckensprecher hier in der Oberlausitz und Geburtstagskind des Wochenendes. Lothar, wir wünschen dir nochmal alles Gute nachträglich. Gestern Geburtstag gehabt. Ja, herzlichen Dank für die Glückwünsche. Es waren ganz, ganz viele Glückwünsche in der großen Autogrosser-Familie. Und das geht natürlich auch ein bisschen persönlich unter die Haut. Man freut sich, die Anteilnahme. Und es ist eine schöne Geschichte, wenn man Geburtstag feiern darf und kann. Und das noch beim Rennen. Ja klar, viel besser geht's nicht. Da sieht man auch immer den Zusammenhalt, den es unter Autocrossern einfach gibt. Und ja, Lothar, erzähl uns mal was. Wie bist du bislang zufrieden? Was sagst du zu den Rennläufen hier am Matschenberg? Ja, finde ich ganz toll, die Rennen. Wir hatten ein bisschen bei den Tourenwagen Ausfälle. Wir hatten ja gestern mit großer Hitze zu kämpfen. Wir hatten also trockenes Rennen. Wir hatten dann Wasserrennen, Matschenberg, der Inbegriff ohnehin. Also wir hatten alles, also die Fahrer, denen wurde viel abverlangt, auch den Zuschauern und uns bei der Hitze. Das hat natürlich auch dem einen geschuldet, dass es mitunter Ausfälle gab, technische Ausfälle. Aber alles dem zum Trotze, die Nacht wurde gearbeitet, nicht so viel gefeiert bei vielen Teams. Und heute greifen sie wieder an und wir sind gespannt, zuversichtlich, was wir jetzt noch beim dritten Heat oder dann nachher bei den folgenden Rennen bis zu den Finals noch erleben können. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Was glaubst du zum Beispiel an Superbuggies? Wer macht heute das Rennen? Wer ist da dein Favorit? Mein Favorit, das sind alle. Die sind so stark miteinander. Willi Albers hat zum Beispiel heute überrascht. Der Bernd fährt noch ein bisschen verhalten, aber wie ich Bernd kenne, ist er ein großer Taktiker. Der wird dann vielleicht zum Schluss im Finale nochmal richtig die Katze aus dem Sack lassen und wird sich seine Hauptpunkte einfahren, die er da braucht. Ich denke mal, ja, Bernd wird es schaffen können. Das wird sicherlich eine spannende Geschichte. Wir sind ganz gespannt und freuen uns drauf. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank. Ja, ich danke auch und wünsche euch auch viel Erfolg nachher auch bei der Autogrammstunde bei Autocross West Germany.